Nach dem Anschlag auf zwei Moscheen in Neuseeland ist ein 18-Jähriger vor Gericht angeklagt, weil er das Live-Video des Anschlags verbreitet hatte. Die Ermittler gehen bislang nicht davon aus, dass der Mann direkt in die Tat verwickelt ist. Ihm drohen nun bis zu 14 Jahre Haft. Unterdessen hat die Regierung in Neuseeland strengere Waffengesetze beschlossen und will sie schnell umsetzen. Premierministerin Ardern kündigte an, innerhalb von 10 Tagen Reformen bekannt zu geben, die das Land sicherer machen sollen. Ich möchte anmerken, als sich Australien in einer ähnlichen tragischen Situation befunden hat, das Land 12 Tage für so eine Entscheidung brauchte, wir nur 72 Stunden. Ein Waffenhändler in Christchurch hat inzwischen bestätigt, Waffen an den mutmaßlichen Täter online verkauft zu haben. Vor den Moscheen, in denen der Rechtsextremist am Freitag 50 Muslime erschoss, trauern noch immer viele Menschen. Zu Ehren der Toten führten Studenten einen Haka auf, den rituellen Tanz neuseeländischer Ureinwohner.